Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator Megaprojekt mit Dr. X und Markus. Servus Leute! Und wir machen jetzt hier mal wunderschönes Ansehen in Formation. Du fährst ja, Tempomat 1, oder? Bei 1, ja. Ich muss jetzt nur ganz kurz das komische... 13 km/h, passt das? Ja. Gut. So ungefähr. Dann wollen wir nämlich hier mal flott ansehen. Wir haben uns jetzt für Mais entschieden auf dem großen Feld. So, ich will nur das Number ausschalten. Cutter vom GPS-Mod. Nein, vom Johnny. Achso. Was links unten ist, das habe ich jetzt gesucht, wo man das ausschaltet. Numpad 0 mich. Oder sowas war es, glaube ich. Ja, du musst ihn ausgewählt haben und dann Numpad 0. Ja. Und ja, nicht O drücken. Ich noch mal reden wollte, das ist mir vorhin eingefallen. Das habe ich nämlich letztens gesehen, wie, ich weiß nicht, ob ihr da, naja, vielleicht ist das auch ein etwas blödes Thema, so ganz spontan, aber wie findet ihr das so mit Jugend und Technik? Absolut. Mal, aber so, ich meine, es ist mehr so im ganz jungen Alter, also so mit Kindergartenalter, da mit dem Smartphone rumsitzen und irgendwelche Spiele spielen. Ja, also da habe ich echt Probleme mit, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es also extrem gewöhnungsbedürftig, das zu sehen, wenn irgendwie so ein Dreijähriger irgendwo sitzt und sowas wie Doodlejump spielt. Das finde ich irgendwie so, weil sie können nicht mit dir reden, aber Doodlejump zocken. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ganz kurz Stopp. Ein Kumpel von mir, sein Lütscher Sohn, der, oder was heißt so, Lütscher ist er jetzt auch nicht mehr, der ist jetzt auch mittlerweile 10. Elf Nein. sogar schon. Elf okay. sogar. Der wird jetzt im Januar wird er 12. Der ist aber schon seit seinem, sag ich mal so, zweiten, dritten Lebensjahr, ist er eigentlich mit dem PC unterwegs. Ja. Ja. Der hat halt immer bei Papa mit am PC gesessen und Papa hat dann auch gezockt. Und ja, der Lütte hat dann auch immer, ne? Da haben sie hier, wie hieß es denn? Dark Age of Dark Age of Camelot, Bounce. Genau. Ich wollte eben Dark Age of Conan. Nein, Age of Conan hat er nicht gespielt. Was soll ich jetzt drücken, damit ich deinen Kurs da krieg? Ich fahre da keinen Kurs bei der kurzen Seite. Ach so, okay. Das ist natürlich auch ein Kurs. Und ja, da ist er dann halt mit dem Spielfigürchen dann da immer rumgerannt und so und hat sich gefreut, wenn er dann, also er ist wirklich immer nur von A nach B gelaufen und so weiter und so, ne. Hat dann aber auch später, so mit 4, 5 Jahren ging das dann los, dass er tatsächlich auch angefangen hat, diese Rollenspiele richtig zu spielen. Ja, hat dann zwar immer Probleme gehabt, wenn er irgendwas schreiben sollte, weil das war halt noch nicht so toll. Mhm. Aber er hat dadurch hat er natürlich sehr, sehr früh trotzdem. Er hat sehr, sehr früh lesen gelernt, doch. Also er konnte mit so 4, 5 Jahren konnte er schon relativ gut lesen für sein Alter, echt. Ich habe durch Online-Spiele eigentlich relativ gut Englisch schreiben gelernt, sagen wir so. Ja. Ich kann zwar die Grammatik nicht so. Mhm. Das habe ich auch in der Schule nie können, so richtig. Ich kann es reden, halbwegs. Ja. Ich kann mich verständigen und ich kann halt extrem viel kurze Sachen schreiben. Mir fallen zwar nachher manchmal Vokabeln, aber das drücke ich mich dann irgendwie anders aus und die Leute verstehen mich eigentlich. Ja, ja, wenn sie halt merken, das ist auch immer so eine Sache, dass gerade bei den Englischsprachigen ist es halt, finde ich sehr schön immer, wenn sie merken, du gibst dir Mühe, du möchtest dich halt in ihrer Sprache unterhalten, dann sind sie da auch sehr viel nachsichtiger. Das auf jeden Fall. Aber sie werden auch sehr empfindlich, wenn du wirklich in ihrer Gegenwart dann nur dich in Deutsch unterhältst. Das habe ich zum Beispiel bei Neverwinter Nights. Gibt es ja auch die Möglichkeit, das online zu spielen und so. Halt so Multiplayer-Geschichten. Und da hast du ja immer diese Lobby gehabt, wo du dich dann halt auch mal so unterhalten konntest. Und wir sind halt von unserem Server runtergekommen, sind halt in der Lobby drin gewesen, haben dann auf Deutsch gechattet. Und dann einige Amis, die sind da richtig grantig geworden. Die sind da richtig, richtig aggro geworden, ne? So, ja, weil sie es nicht verstanden haben. So. Ja, weil sie es nicht verstanden haben. Die dachten, wir lästern über die oder sowas. Oder dann fingen sie an, so von wegen fucking Nazis und so ein Kram. Ja, genau. Das ist immer so typisch. Mann, und sowas, ne? Nee, aber um wieder auf das Thema zurückzukommen. Also ich finde es ganz gut, wenn die Kinder früh dran gewöhnt werden. Vor allen Dingen, wenn sie auch früh den verantwortungsvollen Umgang mit diesen Techniken lernen. Also sprich, ja, welche Seiten kann man besuchen? Wo kriege ich sinnvolle Informationen? Wo
wie kann ich Informationen einordnen und so. Dass vor allen Dingen auch die Eltern sich mit ihren Kindern zusammen vor diese Geräte setzen und mit denen zusammenspielen dort. Aber, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ein gesundes Maß muss eingehalten werden. Das auf jeden Fall. Also nicht, dass die wirklich den ganzen Tag nur vor Fernseher, Computer, Handy und so weiter sitzen und sich damit beschäftigen, sondern dass sie auch ja rausgehen, normal spielen in Anführungszeichen, ja, auch mal auf Bäume klettern und keine Ahnung, auch mal das Nachbarskind verprügeln oder so. Naja, das nicht unbedingt, aber... Ja, das schon, ist ne? halt, das ist, ich weiß nicht, das ist, wenn du in einem Stadtkind bist, glaube ich, eher schwer. Oder, wie soll ich sagen, Stadtkind, ich bin ja aufgewachsen im Endeffekt, Stadt und Land beides. Mhm. Und das gleichzeitig auch, halt teilweise so ein, zwei Monate dort, ein, zwei Monate dort. Sozusagen Ferien am Land, unter der Schulzeit in der Stadt und so weiter. Und du merkst einfach, dass die Leute mit dir nichts anfangen können, wenn du das magst. Halt, wenn du das mit in der Stadt machen würdest, schauen sie dich komisch an. Da fragen sich, ja, hast nicht das coole neue Spiel gespielt oder sonst irgendwas? Ja, ja. Weil da gibt's kein Geh mal in den Park. Halt, es gibt schon Geh mal in den Park, aber das ist nicht so, ja. Ja, das war aber, muss ich ganz ehrlich sagen, so in meiner Jugend, die ja nun auch schon ein paar Jährchen hin, halt ja, damals, als die Dinosaurier noch und so. So ungefähr, ne? Aber ich sag mal so mit, ja, wann war es? 1985 sowas in dem Dreh. Da war das ganz normal, auch in der Stadt. Da bist du dann halt in den Park gegangen, bist durch die Gegend gezogen, einfach mal auf den Bolzplatz kicken gegangen oder sowas, ne? Und gerade solche Sachen, das macht doch auch Spaß. Ne? Gerade ja, so mit Freunden was zu tun. Ja, aber das ist, weiß nicht, zu meiner Zeit oder irgendwie nicht so gewesen. Entweder waren da die Eltern nachher, ja, das ist so zu gefährlich und bla bla. Ah. Und du wirst schon schnell. Ja, ich wollte ein bisschen rankommen, das sieht cooler aus. Jetzt habe ich aber denselben Abstand, müsste ich jetzt ungefähr halten. Und ja, irgendwie war das nicht so. Und am Land war es einfach so, ja, da bin ich in der Früh oder sind wir haben uns um 8 getroffen in der Früh teilweise, dann sind wir zum Mittag zum Mittagessen gekommen, wenn überhaupt. Und dann sind wir um 10 am Abend, um 11 am Abend nachher wieder gekommen. Ja. Vorgewende ist vorbei, ne? Ja, genau. Du fährst gleich in die nächste Spur, ich fahre eine noch weiter. Ja, dann geht es sich besser aus. Okay. Ja. Nee, aber so war das halt bei uns auch. Dann ja, sind wir halt, wir hatten halt einen großen Schlosspark bei uns, ne? In meinem Heimatort. Und da sind wir wirklich, die ganzen Tag sind wir, also gerade in den Ferien natürlich, aber auch während der Schulzeit, so wie wir Freizeit hatten, sind wir durch den Park da gestromert und haben da irgendwie uns tolle Geschichten, Abenteuer erlebt und so, ne? Zu der Zeit gab es dann hier, weiß nicht, ob ihr die noch kennt, hier von Annette Bleuten, wurde das Buch geschrieben, 5 Freunde. Ja, kenn ich. Ja. Und das war halt ganz, das haben wir dann halt nachgespielt. Wir hatten dann zwar keinen Hund, aber wir waren dann halt 4 Freunde und den Hund, den haben wir uns eingebildet. Okay. Ja. Und so. Und dann haben wir halt die Geschichten danach erlebt oder haben halt unsere eigenen Geschichten erfunden und so. Und sowas ist doch einfach cool, sowas ist geil, sowas macht Spaß. Hieß der Hund nicht Timmy? Nee, oder? Doch. Timmy hieß der Hund, ja. Genau. Mann, hatte ich so gar nicht. Kassette damals noch. Das sind diese Tonbänder für die Zuschauer, die das nicht kennen. Diese, ja. Diese Plastik-Dinger. Wir wissen das alle, glaube ich. Was macht man mit einem Bleistift? Radieren. Nein, nicht die Standardsachen halt schreiben, sondern was kann man mit einem Bleistift noch machen? Was fällt euch als erstes ein? Ja, schreiben halt mal, zeigen. Nein, zeichnen. Ja, das sind die Standardsachen. Was machst du halt... Doc, du hast das sicher aufgemacht. Der drauf rumkauen. Ah, nein. Kassetten zurückgedreht. Nee, yo. Überhaupt nicht. Auf jeden Fall. Das habe ich immer mit dem kleinen Finger gemacht. Das macht man mit dem Bleistift. Nee. Ah, doch. Oder man hat einen Kassettenzurückdrehschlüssel. Sowas wollte ich schon immer mal haben. Nee, eigentlich nicht. Nein, aber das war immer so Standard. Bleistift. Wenn du siehst, Bleistift und Kassette, was verbindest du damit? Nee, ich überhaupt nicht, tut mir leid, echt nicht. Ups. Bist zu alt. Du
kennst nur noch dicken Kassetten, die man so mit dem Daumen zurückdrehen hat müssen, oder? So mit der Faust. 8 mm waren das ja damals, oder was? Super 8, genau. Ja, Video. Oder Super 8 war das, oder? Ja. Super 8 war, glaube ich, die Videodinger. Also mit... Ich meinte jetzt bei Kassetten... Ja. Hast du Minidisc noch kannt, Guten? Ja. Minidisc-Player, und Diskette, okay. War auch immer cool. Das war so, als ich in der Grundschule war. Ah, du kennst nur 3,5, oder? Was Diskette. Sind 3? Ja, 3,5 Zoll, okay. Ne? Die kleinen. Die kleinen, ja. 5,25 kenne ich, also die Schwabbeldisc. Boah, das und solche wie großen waren gab es? Die großen, die waren 12 Zoll oder sowas, 11, die davor 11, waren. Ne? 11,7 oder sowas. Ja, irgendwie sowas. Ja. Aber ja, wir sollten halt in der Grundschule ein Foto uns aussuchen von Google Bilder und das auf eine Diskette machen. Und ich wollte immer ein scharfes Bild und dann waren die aber von den MBs ja zu groß, weil wie viel hatte so eine Diskette? 3,2. Wie, du wolltest in der Grundschule schon Pornos gucken? Scharfe Bilder, ja? Ja, scharfe Bilder, aber von heißen Traktoren und so, nee. Ja, sorry, der drängte sich eben so auf. So ein fresher Zerion oder so. Nein, aber 3,2 Gigabyte, sag ich, MB waren die. 3,5 Zoll Disketten. Ja, und das war für damals urviel. Natürlich, klar, das hatte das. Ich glaube, die wir in der Schule hatten, war aber gar nicht so groß. Das war vielleicht 512 KB oder sowas, schätze ich mal. Was? Ja, die Dings, die Schwabbeldiscs hatten 512. Ja. Aber auch, glaube ich, nur wenn du sie beidseitig beschrieben hattest. Du musstest dann noch mit der Schere dran gehen und diesen kleinen Nippel auf einer Seite auch rausschneiden, dass du sie beidseitig einlegen konntest. Das ist jetzt halt für mich schon. Ne? Kleinste Spiel war, glaube ich, irgendwas mit 12 KB mal. Auf dem Amiga war das. Aber wir sind total vom Thema weg, Leute. Wo waren wir überhaupt? Wir waren bei kleinen Kindern und Technik. Ja, das ist ja Technik. Ja. Kleine Kinder. Ja. Kennt sich nicht aus. Nein, Spaß. Ja, aber es ist halt wirklich so, das ist aber, glaube ich, ein ganz großes Problem. Die Kinder werden von allen Seiten her mit dieser modernen Technik, mit dem Internet, mit Medien, mit Fernsehen und so weiter, werden die bombardiert. Und die Eltern sind teilweise in einer ganz anderen Zeit groß geworden und lassen ihre Kinder da mehr oder weniger mit alleine. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem. Mir das aufgefallen ist, ich war letztens auf dem Geburtstag und halt mit Verwandten und eine Verwandte oder Bekannte oder nur Bekannte ist die, glaube ich, von mir. Mit der bin ich, glaube ich, nicht verwandt. Auf jeden Fall, die ist Kindergärtnerin und das auch schon seit Jahren. Und die hat auch gesagt, die hat dann nämlich irgendwie von erzählt, dass halt häufiger dann mal Kinder dann irgendwie auf ihre Eltern warten im Kindergarten. Also dann bist du ja irgendwie zwischen 3 und sagen wir mal 6, wenn du lange im Kindergarten bist. Ja. Und die sitzen dann da mit iPhone und spielen Angry Birds und Doodle Jump. Aber die ganz Jungen können dir noch nicht mal irgendwie einen richtigen Satz formulieren. Aber das finde ich halt so wirklich... Klar, einerseits schön, dass sie beschäftigt sind, aber andererseits ist es doch viel schöner, wenn sie sich miteinander dann beschäftigen. Ja, oder einfach so das Größenverhältnis von Handy zu Hand. Ja. Das ist schon... Ich weiß nur, halt, ich habe mein erstes Handy bekommen, da war ich in der 4. Klasse Grundstufe, halt Ende der 4. Klasse, und das war schon sehr früh. Hm. Und das habe ich nur bekommen gehabt, weil wir da irgendeine Abschlussfahrt gemacht haben und dass ich mich melden kann. Ja. Ich habe damals mit 12, glaube ich, mein erstes Handy gekriegt. Das ist auch, weil ich habe 11 circa bekommen. Naja, das ist also, bei mir war es halt wirklich so, Handy war zu der Zeit halt absolut nicht. als ich da im Arbeitsleben praktisch schon drin war, da gab es dann die ersten richtigen brauchbaren Handys. Aber zu der Zeit, als ich in der Schule war, da gab es auch noch sowas Antikes wie Telefonzellen, ne? Also wenn ganz du mal ehrlich, zu Hause... Ich habe noch nie in meinem Leben ernsthaft eine Telefonzelle benutzt. Benutzt habe ich sie auch nicht, aber... Ja. Bei uns im Ort gibt es tatsächlich noch 2 Telefonzellen. Bei uns gibt es wobei eine immer kaputt ist. Die wird immer geknackt. Da versuchen die Leute, was weiß ich was, rauszuziehen. Weil die funktioniert noch mal, nicht mal mit Bargeld. Aber die wird trotzdem immer kaputt gemacht. Einfach, weil sie es können. Ja, genau. Ja, Leute und Techniker, sie haben keine Ahnung mehr davon. Ja. Ich glaube, das geht noch immer mit Münzen, dabei sind schon Karten.
Ja, vielleicht sind sie aber auch neugierig. Die wollen wissen, wie die Technik funktioniert und deswegen nehmen sie es auseinander. Das könnte natürlich auch sein. Oder sie sind Ja? einfach nur wütend auf irgendwas und wollen sich Nein, abreagieren. Aber nein, dann sage ich, sind da ist die irgendwelche. Technik viel sinnvoller und man sollte sich dann lieber zu einem Ego-Shooter hinsetzen, sich dort abreagieren und das nicht an anderen Leuten Ja. rauslassen so, oder an anderen Gegenständen rauslassen, sondern einfach an virtuellen Sachen. Da finde ich das Richtig. wieder extrem genial, was eigentlich Computerspiele bewirkt oder was man mit coolen Computerspielen bewirken können. Ja. Ja, und wir sind aber mit dem Thema jetzt sicher so halb. Nein, wir sind nie am Ende Ach, mit dem wir Thema. haben es noch nicht mal angerissen, eigentlich richtig. Aber der Part ist leider schon wieder zu Ende. Aber schreibt bitte in die Kommentare eure Meinung zu dem Thema. Wann habt ihr mit so Technikkram zu tun gehabt? Und was könnt ihr da vielleicht aus eurer Verwandtschaft, Bekanntschaft oder sowas berichten? Genau. Unbedingt Kommentare schreiben, weil wir brauchen für die Weihnachtsfeiertage irgendwas zu machen und nicht nur die ganze Zeit mit der Familie herumsitzen. Ja, richtig, also das ist ja sowas von langweilig, ey, mit den Genau. Leuten dann. Man muss man sich mal auch mit denen unterhalten oder so ein Scheiß, ey. Und so machen wir da, antworten wir zumindest auf eure Kommentare und. Richtig, Außer genau. ich, weil ich kann Ach Gott, das werden wir schon ja nicht. hinbekommen. Ach, das kriegen wir auch noch hin, dass Ach. du, da machst du dir einen neuen Ja, da Account mache ich mir einen oder Strick oder so und dann wird das was. schon. Dann Ja. hängt das schon. Machst du Antwortvideos? Für jeden Kommentar. Genau. Ja, Machst du Kommentare hier auch den kommentieren Grabbler? schon. Bitte? Machst du hier auch den Ja. Grabbler? Okay. Hey, Ja, es Freunde, ist jetzt ne? los. Ihr Okay, wisst bis zum ja. nächsten Mal und so, Der ne? Part ist zu Ende. Genau. Ciao, Leute. Jo, ciao. Tschüss.